Bundeshausbriefing. Schnell erfahren, was läuft und was nächste Woche aktuell wird. Ein Newsletter von Dominik Feusi für den Nebelspalter. Jeden Freitag im Postfach und als Podcast. Willkommen zum Bundeshausbriefing Nummer 48 vom Nebelspalter. Es freut mich, sind ihr wieder dabei. Nächste Woche geht es in Bern um die Professionalisierung der Politik, um die Umweltverträglichkeitsinitiative der Grünen und um Subventionen für die Kultur für die Jahre 2025 bis 2028. Wir lassen aber los mit dem, was diese Woche zu reden gab. Das ist die Asylpolitik vom SP-Bundesrat Beat Jans und wie die SP damit umgehen soll. Er hat ja Massnahmen angekündigt, die irgendwie schon ein bisschen anders tönt haben als das, was wir von der Elisabeth Baum-Schneider, seiner Vorgängerin aus der gleichen Partei, gehört haben. Er will nämlich ein Asylverfahren innerhalb 24 Stunden abwickeln für Asylbewerber aus Ländern, z.B. aus dem Maghreb, die kaum Aussicht auf Asyl haben. Bei der SP ist man besorgt, er könnte eine rechte Asylpolitik machen. Das bringe ich nichts, hat Cedric Wermuth gesagt, ausser eine Bestätigung für die Rechten. Und seine Co-Präsidentin, Matthäa Meier, hat vermutet, dass der Jans die Vorschläge wegen seiner bürgerlichen Bundesratskollegen gemacht hat. Die Debatte, und das ist meine Beurteilung, die ist eigentlich aber nur ein Detail. Entscheidend ist die Frage, ob die abgewiesenen Asylbewerber auch tatsächlich zurückgeschafft werden. Und was der Beat Jans macht, damit generell weniger Asylgesuche gestellt werden. Dazu haben wir noch nicht so viel gehört. Kommunikativ nützt ihm Kritik aus der eigenen Reihe. Er kann sich so als sachlicher, von der Partei unabhängiger Bundesrat positionieren. Ob es tatsächlich einen Kurswechsel gibt in der Asylpolitik, das ist noch offen. Was nächste Woche aktuell wird. Die Professionalisierung der Politik. Die Staatspolitische Kommission vom Ständerat befasst sich mit 3 parlamentarischen Initiativen aus dem Nationalrat, wo die Politik und die Politiker stärker professionalisieren wollen. Der Rhythmus der Sessionen soll regelmäßiger werden, damit sie familienkompatibler sind. Dann soll das Parlamentsmandat in Zukunft wie ein Beruf sozialversichert werden. Und Parlamentarier wollen mehr Geld für persönliche Mitarbeiter. Alle 3 Vorstösse basieren auf einem Bericht, der sich auf eine Umfrage unter den Politikern abstützt, die aus der letzten Legislatur stammt. Dort hat man aber mit Suggestivfragen die erwünschten Antworten rausgeholt. Meine Beurteilung. Wer am Milizprinzip der Schweizer Politik festhalten will, der muss die 3 Vorstösse ablehnen. Sie sind nichts anderes als Fördermassnahmen für Berufspolitiker. Dann geht es nächste Woche um die Umweltverantwortungsinitiative der jungen Grünen, wobei die Alten ja auch mitmachen. Die Umweltkommission vom Nationalrat schaut die Gneuer an. Der Bundesrat will sie ablehnen, weil sie im Zweit gehen. Die Initiative will, dass die Schweizer Wirtschaft in 10 Jahren nur noch so viele Ressourcen verbrauchen und Schadstoffe freisetzen, dass die natürlichen Lebensgrundlagen erhalten bleiben. Die Initiative basiert auf der Behauptung, die Belastbarkeit vom Planet sei erreicht, respektive überschritten, bis zu 4-mal. Und ein Weitermachen wie bisher hätte keine Zukunft. Die Initiative, und das ist meine Beurteilung, ist radikal. Die wirtschaftlichen Folgen, insbesondere für Konsumenten und für Leute, die nicht so viel Geld haben, katastrophal. Sie wäre aber eine Chance für die Kräfte mit gesundem Menschenverstand, dieser apokalyptischen Angstmacherei der Grünen entgegenzutreten. Man könnte erzählen, dass es der Umwelt im marktwirtschaftlichen Westen so gut geht wie nie zuvor. Und dass mit Innovation der Umwelt am besten dient ist. Und Innovation entsteht dort, wo Marktwirtschaft Freiheit bietet und das Geld erwirtschaftet, zum Investieren. Leider hat der Bundesrat darauf verzichtet, auf so eine Argumentation, sondern hat seine Ablehnung mit den bestehenden Massnahmen vom Bund begründet. Auf welche Politiker ich achte? Einerseits auf die Ständeräte aus der Mitte und der FDP, ob sie die Abkehr vom Milizprinzip vorantreiben oder der Begehrlichkeit aus dem Nationalrat eine Bremse reinhauen. Dann achte ich auf die Umweltpolitiker aus der SP, ob sie mit der radikalen Verzichtsinitiative der Grünen mitmachen oder vielleicht an die Arbeitnehmer denken, die sie sonst vorgeben, zu vertreten. Und dann achte ich auf die bürgerlichen Kulturpolitiker aus dem Ständerat, ob sie bei den Kultursubventionen wenigstens fragen, was man in der Vergangenheit tatsächlich damit bewirkt hat.
Weil das läuft auch noch nächste Woche. Die Kulturkommission vom Ständerat beschäftigt sich mit den Subventionen für die Jahre 2025 bis 2028. Der Bundesrat sieht 987 Millionen Franken dazu vor. Die Sicherheitspolitische Kommission redet über die Sicherheitsgarantien für das WEF und die Verkehrskommission vom Ständerat bespricht das SBB-Gesetz. Diese Sachen habe ich alle im ausführlichen Briefing Gneuer verlinkt. Ihr findet unten dran, wie ihr dort hinkommt. Die Außenpolitische Kommission vom Ständerat, die redet über die Taskforce, die die finanzielle Unterstützung für die UNO und die NGOs im Nahen Osten unter die Lupe nehmen. Und ebenfalls in der Außenpolitischen Kommission geht es um einen Vorschlag, mit dem EWR-Rat Sondierungsgespräche abhalten, um tatsächlich am EWR beizutreten. Die Idee stammt ausgerechnet vom Nationalratspräsident Erik Nussbaumer, der eigentlich ja einen EU-Beitritt will. Mehr Konfusion als in der Schweizer Außenpolitik geht, glaube ich, nicht. Übernächste Woche findet eine Sondersession vom Nationalrat statt. Das Programm bietet nicht wahnsinnig viel, sondern lauter individuelle Vorstöße, die die Nationalräte selber eingereicht haben. Man beschäftigt sich also mit sich selber. Aus diesem Grund gibt es nächste Woche wieder kein Briefing. Tut mir leid. Aber der Nebelspalter berichtet über die Sondersession. So, das war es wieder. Ich danke euch fürs Zuhören, wünsche gute Zeit, schönes Wochenende. Schreibt mir ein Feedback auf dominik.feusi@nebelspalter.ch und schaltet übernächste Woche wieder ein beim Bundeshausbriefing Nummer 49. Bundeshausbriefing. Jede Woche gut informiert. Ein Newsletter und Podcast vom Nebelspalter.